So, wir haben hier ein wunderschönes Team Deathmatch auf der Map London Docks. Dabei haben wir die Waffe 28 mit dem Griff und der Linse. Als Sekundärwaffe die P08 mit der ruhigen Hand, die Sticky Nate, die Artillerie Grundausbildung und die Luftlandedivision. Dann haben wir noch das Aufklärungsflugzeug, die Vorräte und die Mörser. Das ist unsere Klasse für den heutigen Tag. Und ich habe ein kleines, aber nettes Thema. Heute geht es mal um verschiedene Spielmodis in COD, die ich so mag, die ich so gespielt habe und die ich, glaube ich, in WW2 bis dato noch gar nicht gesehen habe, alle. Fangen wir doch einfach an. Ich habe damals ja aktiv COD gespielt mit COD 4. Ich habe zwar davor die anderen COD-Teile auch gespielt, aber nicht so dermaßen aktiv und extrem, wie ich's heute mache. Ich muss ehrlich sagen, früher habe ich es nicht so extrem gespielt, die anderen Teile. Also mit COD 4 habe ich erst richtig angefangen. Und WAW hat mir so den richtigen Kick gegeben, überhaupt COD dauerhaft und regelmäßig zu spielen. COD 4 war schön und gut. Ab und zu mal Team Deathmatch, ab und zu mal Herrschaft. Das war's aber auch. Und denn bei WAW, da hatte ich so meine 3-4 Server, auf denen ich aktiv gespielt habe, wo ich auch in der Rangliste sehr weit oben stand auf den Servern. Da habe ich echt viel Zeit investiert in diesen COD-Teil. Da waren meine Lieblingsspielmodis Team Deathmatch, Herrschaft und auch Suchen und Zerstören. Dann habe ich irgendwann MW2 gespielt, wie die meisten von den Leuten, die ich in der COD-Szene kennengelernt habe. Da habe ich den Großteil meiner besten Freunde in COD auf jeden Fall kennengelernt. In MW2 war es mehr so Team Deathmatch, Herrschaft und Sprengkommando müsste das gewesen sein. Sprengkommando, Leute. Ich glaube gar nicht, dass es das heutzutage noch gibt in WW2. Also Sprengkommando ist, glaube ich, der Spielmodus, der mir so am meisten fehlt in WW2. Beziehungsweise der auch in anderen COD-Teilen immer weniger gespielt wurde. Na gut, dann kam ja MW3, BO1, BO2. Immer wieder das gleiche in den COD-Teilen. Team Deathmatch, wenn ich Solo war. Herrschaft, wenn ich Solo oder ein Team war. Und Suchen und Zerstören im Team. Suchen und Zerstören, einer der Modi, den ich bis heute noch richtig gerne spiele, macht aber keinen Spaß ohne Mates. Also wenn ich ohne Freunde spiele, macht es keinen Spaß. Leider habe ich in WW2 keine Leute, die gerne mit mir spielen würden, beziehungsweise keine Kollegen, die das Spiel überhaupt mögen. Das heißt, wenn ich COD spiele, dann mach doch BO2 an, lass uns BO2 spielen, BO2 Beste. Und ich denke mir so, nee, BO2 ist mit eins der von mir am meisten gemiedenen CODs. Ich habe eine Spieldauer von 300 Stunden und das ist sehr wenig für BO2, auf der Konsole und auf dem PC vielleicht zusammen 500 Stunden. Aber ich habe eine sehr lange Zeit MW3, MW2, BO1, COD4, WAW. Das sind so die CODs mit den höchsten Spielstunden bei mir. WW2 ist auf einem guten Weg dahin. Und ich muss einfach mal so ganz offen sagen, es ist schade rum, weil Sprengkommando fehlt mir einfach in WW2. Sprengkommando war für mich ein Modus, den ich sowohl im Team, aber auch solo spielen konnte. Und es hat Spaß gemacht. Ich weiß gar nicht, wer von euch kennt Sprengkommando noch? Ich glaube tatsächlich, dass es rausgepatcht wurde aus dem einen oder anderen COD, dass es diesen Modi gar nicht mehr gibt. Ich bin mir aber nicht sicher. Sprengkommando war die Respawn-Variante von Suchen und Zerstören in meinen Ansichten. Es gab zwei Bombenplätze und man ist eigentlich nach dem Tod respawned. Das Ziel war, beide Bombenplätze zu zerstören. Man hatte eine gewisse Zeit. Hat man Bombenplatz 1 zerstört, dann hatte man extra Zeit bekommen und konnte Bombenplatz 2 zerstören. Wenn man es geschafft hat, hat man gewonnen. Die erste Runde, dann kam ein Seitenwechsel und da das Gleiche. Wenn man da dann gewonnen hat, hat man komplett gewonnen. Wenn es 1-1 stand, dann hat man noch eine extra Runde gespielt mit einem Bombenplatz. Und ich glaube, in Black Ops 2 gab es den Modus noch tatsächlich. In Black Ops 2 gab es noch Sprengkommando, aber der wurde so gut wie nie gespielt auf dem PC. Ich habe ja das Spiel zu Release gezockt, habe da auch sehr früh mit einem Clan gezockt. Immer wieder Team Deathmatch, Herrschaft, Suchen und Zerstören, so irgendwie. Aber nie Sprengkommando. Das ist irgendwie nie wirklich gespielt worden. Und naja, das fehlt mir. Wenn ich jetzt so an meine COD Hardcore-Zeit denke, das ist zu WAW oder MW2. WAW halt Herrschaft und Team Deathmatch.
MW2, Herrschaft, Team Deathmatch oder Sprengkommando. Ich habe von meinen 1000 MW2 Spielstunden auf dem PC 300 in Sprengkommando verbracht und meinen 200 Stunden auf PS3 habe ich mindestens 100 Stunden in Sprengkommando verbracht. Glaube ich zumindest, dass ich auf der Konsole auf Sprengkommando gespielt habe. Ich glaube aber schon. Auf jeden Fall auf dem PC habe ich Sprengkommando gespielt. BO1 habe ich eigentlich nur Herrschaft und Team Deathmatch gespielt. Sprengkommando dort eher weniger. Das war einer der Spielmodi, die es eh nicht so oft gab auf den Servern. Da wir in BO1 und WAW und COD4 Server hatten, während die meisten auf der Konsole ein Lobby-System hatten, hatten wir da noch Server. Und naja, da habe ich halt aktiv nur andere Sachen gespielt in BO1. Halt Herrschaft oder TDM. Oder Sutz ab und zu mal. Aber dennoch muss ich sagen, mir fehlt einfach Sprengkommando. Herrschaft haben wir, Team Deathmatch haben wir, Suchen und Zerstören haben wir, auch wenn ich Suchen und Zerstören nicht spiele, solange ich kein Team habe. Und ich glaube auch nicht, dass ich überhaupt ein Team bekommen werde hier in WW2. In WW2 werde ich wahrscheinlich teamlos bleiben. Aber gut. Was ist euer Lieblingsspielmodi? Nennt mir doch euer Lieblingsspielmodi unten in den Kommentaren. Lasst eine Bewertung da, einen Daumen nach oben oder nach unten, einen Kommentar und für die ganz Mutigen ein Abo. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei einem neuen Video. Ciao, ciao.